Schon immer sucht der Mensch eine Beziehung zum Göttlichen. Im eigenen Herz, in der Natur oder in der Religion. Die spirituellen Wege sind vielseitig. Im zweiten Teil gehen wir auf Spurensuche nach einer ganz speziellen Frau, nach der Mutter Gottes Maria. Sie soll hier im Oberhalbstein im 16. Jahrhundert erschienen sein. Was hat die Erscheinung für Folgen gehabt? Und wie hat sie das Tal geprägt? Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das ist das Dorf Stierwa, nicht weit von Tiefenkastel im Bündnerland. Das ist eine rätoromanische Gegend hier oben, wo wirklich die Berge die Menschen geprägt haben. Hier unten, gerade neben der Kirche, wohnt ein Mann, der zu einem ganz speziellen Ort hier oben eine tiefe Verbindung aufgebaut hat. Er ist der Hüter von Zitteil. Das ist der höchstgelegene Marienwallfahrtsort in ganz Europa. Ich treffe hier den Pfarrer Paul Schlienger. Er kommt ursprünglich aus dem Aargau. Guten Tag, Herr Pfarrer. Aber er ist schon schön in der Montur. Wunderbar, ja. Gehen wir mal schauen. Sind wir am Kochen? Bin am Kochen und am Backen. Ja, schön. Er kümmert sich anscheinend nicht nur ums geistige Wohl von seiner Gemeinde. Das sieht ja sehr fein aus. Was machen Sie da? Das sind Chambéry Trüff. Trüff? Jawohl. Und für was ist das alles? Also das geben wir dann den Leuten so zum Kaffee und so, wenn sie Pilgerruhe kommen. Das müssen sie sich ein bisschen verköstigen mit etwas Feinem. Sind Sie Confiseur oder Koch im ersten Beruf? Ich habe Sport berufen und habe zuerst Koch gelernt. Und dann habe ich Totenfachschule gemacht in Luzern. Und nachher habe ich mich spezialisiert auf Patisserie. Okay. Und alles der Maria geopfert? Ja. Ja, wohl. Es hat sich einfach zu ergeben. Ja. Es ist aber schön, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Und da kann man auch mit den Leuten im Umgang, ist das ganz wichtig in der heutigen Zeit. In seinem Pfarrhaus hat der Paul Schlienger alles über den Marienwallfahrtsort Zitteil gesammelt. Sein ganzer Stolz ist das Bild hier. Das ist jetzt eine Darstellung von dieser Marienerscheinung in Zitteil. Ja, das ist die älteste Darstellung, die es gibt. Mutter Gottes ist 1580 in Zitteil erschienen im Hirtenbub Diadegen Giacomo de Marmals und hat gesagt, die Leute sollen im Tal Buss tun und sich bekehren. Und dann haben das die Leute natürlich nicht so ernst genommen. Dann hat der Vogt gleich angeordnet, dass man Prozessionen macht und so hat sich der Wallfahrtsort dann entwickelt. Ja, wenn ich so das Bild anschaue, kommt es bei mir aber recht streng über. Also erhobene Zeigefinger und sehr demütige Haltung. Ja, man denkt, dass das eben auf die Zeit der Reformation ist. Und da sieht man eben auch den Hinweis, dass eben Menschen wieder umkehren sollen und Gutes tun. Eine Marienerscheinung auf knapp 2500 Meter über Meer soll das Volk wieder im katholischen Glauben vereinen? Das tönt ja schon fast nach einem Konzept und nach einer Antwort auf die Reformation, die sich im 16. Jahrhundert ausbreitet hat. Nimmt mir jetzt schon ein Wunder, was man von dieser Maria heute noch spürt, mehr als 400 Jahre später. Ich zeige Ihnen gerade noch, wo wir hier unterwegs sind, auf spirituellen Weg. Wir sind hier in Zitteil, weit oberhalb von Savonin. Das liegt in der Gemeinde zur Sees, hier im Tal Oberhalbstein. Das grenzt unten an Tiefenkastel. Und wir sind dann unterwegs, Savonin, Bivio, bis auf zum Septimer Pass. Jetzt ist gerade ein bisschen überrascht, wie groß die Kirche ist hier oben. Man spürt schon die Marienfrömmigkeit, die Erscheinung von Zitteil, die prägt hier alles. Mich dunkt es immer noch recht, eine strenge Geschichte mit dieser Maria und dem Hirtenbub.
Da hat es auch noch eine schöne Darstellung. Ah, da hat es noch einen Haufen Ex-Voto-Tafeln. Motivtafeln. Scheint noch einen Haufen Wunder bewirkt zu haben, die Maria da oben. Jemand, der mir einiges über das Tal und auch sein Teil erzählen kann, ist der Lehrer und Exilbündner Linard Gandrea. Er ist in Tiefenkastel aufgewachsen und schon manchmal die Stege hier aufgestiegen. Grüezi, Bischof Berger. Schön, ich habe ein schönes Plätzchen gefunden. Schön exponiert. Ja. Sie sind ja hier aufgewachsen im Tal. Dann sind Sie sicher hier regelmässig aufgekommen. Wir sind in einer gewissen Regelmäßigkeit hier aufgekommen. Jawohl, schon als Kind. Später, als ich Lehrer war, bin ich in Salauf, bin ich mit den Schülern auf und dann hat uns der Pfarrer erwartet und eine Messe gelesen. Und als wir natürlich sehr jung waren, sind wir natürlich gerne da rauf und haben übernachtet. Auch ein Erlebnis, oder? Ja, es ist natürlich ein Erlebnis. Und der Pfarrer hat dann immer wieder so einen Kontrollgang gemacht um Mitternacht, damit wir die nötige Distanz einhalten zum weiblichen Geschlecht. Ich bin jetzt aber hier raufgekommen und habe das Gefühl, das ist aber eine rechte Trutzburg. Wie kommt so ein Wallfahrtsort hier rauf in die Berge? Man muss natürlich wissen, es war auch eine Art oder ein Bollwerk gegenüber dem Vordrängen im 16. Jahrhundert von den Protestanten. Nämlich das Nachbartal ist das Schamzertal. Und man ist hier natürlich über einen Berg, das war ein Pass. Mhm. Und wahrscheinlich hat man hier auch mit dieser Kirche den Vormarsch vom Protestantismus aufhalten. Das heisst, die Erscheinungen von dieser Maria, die haben auch so den Aspekt gegen die Reformation? Ja, vielleicht so weit würde jetzt nicht gehen, aber klar, man muss zu einer, so einer Kirche, zu einer, so einer Wallfahrtsort, muss man auch eine gute Geschichte, vielleicht auch ein bisschen erfinden. Und wenn ich hier an dem Ort bin, dann kommt natürlich halt wieder der Pater Alexander Lotzen in den Sinn. Und er hat einige Gedichte geschrieben über den Ort. Also der Alexander Lotza ist ja hier sozusagen der Hüter von Zitel, ein Kapuzinerpater. Richtig. Und er hat hier dann auch die Pilgerinnen und Pilger empfangen. Aber eben, es war nicht immer so lustig. Also wenn es natürlich dann geregnet hat und gestürmt hat, haben die Pilger den Weg nicht immer gefunden. Und da hat er jetzt zum Beispiel ein ganz schönes Gedicht geschrieben, das Gebet einer Pilgerin. Ums Heiligtum Zitail die Stürme jagen, im alten Dach die Balken ächzen, klagen. Die Wiese pfeift, hörst du das Glöcklein rufen, durchnässte Pilger steigen über Stufen. Aber der Lotza sieht ja ziemlich urig aus. Ja, er war natürlich ein Urchiger. Er war eben Pfarrer und Jäger und Wilderer. Okay, was hat er da oben zu tun, oder? Das war sein Jagdrevier. Also, über ihn erzählt man natürlich einige Geschichten. Als Pfarrer hat er ja auch etwas gewusst über den heiligen Franziskus. Und der heilige Franziskus hatte keine Freude gehabt, vielleicht am Pater Alexander Lotzen, weil der heilige Franziskus hätte keinem Tier etwas leid tun. Ungewöhnlich ist ja, dass der Wallfahrtsort auch eine Berghütte ist. Und in dieser Aufgabe ist der Pfarrer Schlienger in seinem Element. Wir beten schön miteinander. Himmlischer Vater, segne uns, segne unsere Familien, segne die Kranken, die Kinder und Jugendlichen, segne diese Gaben, die wir von deiner großen Güte empfangen werden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Einen guten. Amen. Oh, prima, gut. Nein, ist wunderbar. Gut, ja. Gut, super. Ja, schau mal, gibt es noch einen Tee? Ja, Sie sind ja voll im Element. Ja, das ist eben herrlich. Ja. Da läuft richtig etwas. Ja, das ist wirklich schön mit den Jugendlichen. Und wenn die Leute kommen, dann haben wir einfach dort schon grosse Freude.
Aber jetzt habe ich Sie hier auch wieder in der Küche gesehen. Sind Sie jetzt mehr der Koch oder auch noch der Pfarrer? Ja, drei Viertel Küche, Viertel Pfarrer. Jawohl. Ja. Ich bin ja das erste Mal hier oben. Ich war also wirklich recht überrascht. Das ist ja schon mal eine grosse Alphütte sozusagen. Aber die Kille, die ist ja riesig. Ja, das braucht die grosse Kille. Morgen ist die Kille voll. Es ist der erste Sonntag, da kommen viele Einheimische. Da kommt wieder eine Gruppe von Diepolzau. Die stehen um 2 Uhr auf und dann laufen die da oben. Was ist das Schönste für Sie hier oben? Das Allerschönste für mich ist, ich bin sehr gerne mit den Leuten und habe hier Kraft tanken. Aber ich genieße es dann auch wieder, wenn ich ganz allein bin. Wenn ich so wie der Kille kann, ein bisschen anhöckeln, ein bisschen beten, darf wieder den Tag ein bisschen Revue passieren. Und das genieße ich. Also das ist für mich schön, auch eine Genugtuung, dass wir für die Leute hier sein können, für sie ihnen helfen, mit ihnen schwätzen, sie können gut bewirten, dass alle glücklich und zufrieden sind. Und ich glaube, die Leute tragen ja das auch in die Welt raus, also zu ihren Kollegen. Da können wir sie immer wieder neue Leute tun. Das ist mein Ziel. Ganz klar, die Spiritualität, die man hier oben in den Bergen spürt, verstärkt auch die Wirkung von diesem Gotteshaus. Da ist es dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, an welche göttliche Instanz man sich wendet. Seist du Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Nur wenige Kilometer weg, aber tief unten im Tal, die Kille von Misteil bei Tiefenkastel. Hier soll schon der Karl der Grosse vor über 1200 Jahren vorbeikommen sein. Die Kunsthistorikerin Ludmilla Seifert weiss mehr. Morgen, Frau Seifert. Ganz schöne Kille. Ja, wir sehen hier die drei Apsiden. Das ist der Chorbereich dieser Kirche. Mal rein schauen. Ja. Es ist sicher eine der ältesten, die so noch besteht, wie sie gebaut worden ist. Auch hier spielt die Maria eine wichtige Rolle. Allerdings ganz eine andere als in Zitail. Wir haben hier die Schranke, die den Leierraum vom Nonnenchor trennt. Eben ein Frauenkloster war das ganz ursprünglich. Genau. Da hat es ja ganz schöne Fresken, Ausmalungen. Ich habe hier vorne noch eine Mariendarstellung entdeckt. Ich war gerade in Zitail mit dieser Marienfrömmigkeit. Das ist jetzt aber, ich finde, eine sehr höfische Darstellung, oder? Mit Krone und mit Gewand. Ja, das ist eine Darstellung von der Maria in einem grösseren Kontext. Also, da geht es nicht in dem Sinne um Maria, sondern es ist ein Dreikönigsbild, wo sie einfach auch eine Rolle spielt. Sie ist dargestellt mit einem Nimbus, mit einer Krone als Himmelskönigin, wo der Christus hebt, oder wo da die Geschenke von den drei Königen entgegen. Genau. Das heißt aber jede Zeit macht sich auch ein bisschen ihr Bild von einer Maria zum Beispiel, oder jetzt eben mit einer Krone so schön. Klar, sehr und sehr schön gewandet, oder? Die Krone ist auch sehr, ja. Das sind ältere Darstellungen. Von wann sind die ausmaligen die Fresskörper? Die Bilder sind aus der Zeit um 1400. Nachher ist mir der riesige Christophorus, den möchte ich mal ein bisschen anschauen. Da ist mir aufgefallen. Der ist 6-7 Meter hoch, oder? Ja. Der ist außerordentlich, oder? So gross. Also der Christophorus ist immer gross, weil das ist ein Ries. Und entsprechend ist er immer gross dargestellt. Der ist jetzt um die 7 Meter hoch. Häufig ist er voraus an den Kirchen. Und dort hat natürlich die Grösse oder die Monumentalität auch einen Grund, weil es ist eigentlich so der Pilgerheilige, wenn man den anblickt, dann ist man eigentlich vor dem jähen Tod bewahrt. Also vor der ewigen Verdammnis in diesem Sinn. Da ist mir der Gallus aufgefallen.
Ja. Und was ist denn da dargestellt mit diesen Werkzeugen? Ganz rechts ist ein sogenannter Feiertagschristus. Das ist eine eher seltene Darstellung, die aber in unserem Gebiet ab und zu vorkommt. Und das ist ein Mahnbild so aus dieser mystischen Volksfrömmigkeit, wo all die Werkzeuge zeigt, die man eigentlich am Sonntag nicht brauchen dürfte. Mhm. Weil wenn man sie braucht, dann tut man am Christus immer wieder von neuem Leid zufügen. Und darum ist der Christus mit seinem versehrten Körper da eigentlich in der Mitte dargestellt. Das ist wie ein altes Bilderbuch, oder? Für die Leute, die nicht lesen können. Wenn man das anschaut, versteht man, was genau, man zu tun hat. Genau, es ist ein Mahnbild für die einfachen Leute eigentlich. Von meinem Teil bei Tiefenkastel aus geht es auf dem alten Pilger- und Sümmerweg Richtung Septima Pass. Wie Perlen auf einer Kette aufgereiht, gibt es hier Bildstöckchen, Kirchen und Kapellen. Sicher auch, um möglichst viel himmlischen Schutz zu bekommen für den langen Weg in den Süden oder im Norden. Einem Mensch begegnet man hier immer wieder. Aha. Ja, Alexander Lotza, das ist eben der legendäre Kapuzinerpater. Er sei sogar als Priester noch auf die Jagd gegangen. Und man hat mir erzählt, er sei ein vergifteter Fußballfan gewesen. Und wehe, seine Mannschaft hat verloren. Er sei fuchsteufelswild geworden. Kann man sich vorstellen. Die vielen Kirchen im Tal zeigen, wie die Religion lange den Alltag der Menschen geprägt hat. Aber auch wie präsent der katholische Glaube hier ist. Aber ist das heute noch zeitgemäss? Oder gibt es vielleicht neue Zugänge zum alten Glauben? Mit diesen Gedanken im Kopf komme ich nach Riom. Das Dorf hat dieses Jahr den renommierten Wackerpreis vom Schweizer Heimatschutz bekommen. Nicht allein wegen dem Ortsbild, sondern wegen einer kulturellen Institution, die Origen heisst. Der Initiant des Projekts treffe ich hier. Der Giovanni Netzer sollte hier am Probe sein mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern. Geh mal schauen. Was sind Sie jetzt hier gerade am Probe? Wir proben ein Stück für den Julier. Das wird jetzt dann in 10 Tagen aufgeführt. Es ist ein Ball und in dem Ball ergibt sich eine Revolution von Leuten, die eigentlich im Publikum versteckt sind. Da hat die Anführerin von der revolutionären Truppe, die wählt eigentlich ihre Figuren aus, die wählt die aus, die sie für ihr Team haben und die anderen. Mhm. Scheidet sie auf eine sehr brachiale und eine böse Art aus. Ich bin auf spirituellen Wegen unterwegs hier und ich habe gelesen, sie würden auch so sakrale Räume eröffnen. Hat das auch mit Religion zu tun? Ja, also das ist meine Heimat. Ich bin Theologe und bin mit diesen ganzen Geschichten eigentlich aufgewachsen. Und meine theatrale Heimat ist im sakralen Raum. Also das, was aus dem Ritus rauskommt, aus dem Kult raus, als eine, wenn man so will, sehr frühe Form von Kult oder von Theater auch, wo wir wie weiterentwickeln und wo ich das Gefühl habe, sich sehr gut vereinbaren lässt, auch mit diesen archaischen Räumen und mit diesen grossen Landschaften. Mhm. Die Religiosität hier oben in den Bergen, das ist ja sehr das Bäuerliche und der Katholizismus. Spielt das noch eine Rolle für Sie? Also ich verbinde Religion jetzt nicht mit dem Purentum. Mhm. Ich glaube aber sehr wohl, dass man, wenn man in einer grossen Landschaft lebt
Und in dieser Landschaft spürt man die Jahreszeiten stärker. Man ist als Mensch anders dimensioniert in dem Ganzen drin. Ich glaube schon, dass die Fragen nach Herkunft, die Fragen, wo ich gehe, dann am Schluss, die sind für mich da greifbarer als in einer Umwelt, die zu 100% gemacht ist von Menschen. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis morgen. Ich lasse die Gruppe weiterproben. Schließlich steht ja die Premiere kurz bevor. Heute Abend übernachte ich in einem Haus, das nur für ein paar Wochen als Hotel eingerichtet ist, weil es eben auch ein Teil des Origin-Projekts ist. Eigentlich schade, nur so kurze Zeit. Aber auch da scheint mir, das Oberhalbstein ohne Kilene, das ist wie ein höherer Berg ohne Schnee. Undenkbar. Bekannteste Ort im Tal ist Savonin mit den drei barocken Kirchen. Eine davon ist ganz der Maria gewidmet und heisst nicht umsonst Nossa Donna. Da trifft ihn nochmal Giovanni Netzer. Maria-Kirche? Maria-Kirche, ja. Und zwar eine von den am komplettesten ausgemalten Maria-Kirchen, die es in der Schweiz gibt, mit dem Anspruch, dass sie die gesamte Heilsgeschichte, also vom Sündenfall bis zur Himmelfahrt Mariens, abdeckt. Und damit man das machen konnte, musste man auch ein paar apokryphe Quellen bemühen. Das heisst, aus der Kindheit der Marien-Szene sozusagen erfinden, die nicht in der Bibel stehen, respektive aus apokryphen Evangelien ableiten. Das heisst, wir erfahren in dieser Kirche noch etwas, das gar nicht in der Bibel steht? Genau, man hat einfach wollte die umfassende Lebensgeschichte der Maria darstellen. Man wollte wissen, wie sie aufgewachsen ist, was sie als Kind gemacht hat. Man erfährt hier hinten zum Beispiel, dass sie in ihrer Kindheit im Tempel verbracht hat, dass sie dort das Gelübnis auf ihre Jungfräulichkeit abgelegt hat. All das steht in den Apokryphen vom Jakobus-Evangelium. Also wir sind ja da auch in einem Bilderbuch sozusagen, von dem Leben von der Maria. Wir sind aber auch in so einem Bollwerk gegen die Reformation, oder? Es ist ja so, in den Jahren tobt in Graubünden eigentlich Reformation, Gegenreformation. Man versucht, die Täler zu halten. Man hat einerseits natürlich die konfessionellen Fragen, die ein Thema sind zu dieser Zeit, aber es gibt im Hintergrund auch immer sehr viel Politik. Also man darf nicht vergessen, zu dieser Zeit sind die Pässe als grosse Alpentransversalen auch wichtig für die Reiche rundherum, die wollen zusammenarbeiten oder sich gegeneinander auch abschotten. Und da kommt man in der Gegenreformation daher aus Italien mit den neuesten Trends. Also man holt die neueste Kirchenbaukunst, man holt die besten Maler gerade hier in Savonin. Man baut architektonisch aktuell, also man stellt die katholische Reformation als kulturellen Trendsetter in den Raum. Deswegen kriegt Savonin dann plötzlich die drei riesigen Kirchen mit ihren Schaufassaden und dem Überschwang in der Dekoration. Sie zeigen mir ja die Kirche, weil Sie hier praktisch aufgewachsen sind. Sie haben hier ministriert. Mhm. Was bedeutet denn die Maria Ihnen heute? Ich glaube, die Maria hat heute die Chance, glaube ich, zum als Frau wahrgenommen werden, die in einem sehr spezifischen Umfeld, in dem sie aufwächst, auch als Mensch darf Bestand haben. Und das, glaube ich, ist eine Erkenntnis und auch eine Errungenschaft der neueren Theologie. In der Zeit, wo wir hier in der Kirche drin sind, ist Maria die Himmelskönigin. Und die hat einen beschwerlichen Weg dorthin, aber sie überstrahlt eigentlich alle irdischen Monarchien und ist der Zufluchtsort schlechthin. Wenn man sich den Himmel als einen strengen Ort vorstellt, wo nicht jeder reinkommt, dann braucht es den Zuspruch von einer mütterlichen Figur, wie man sie in dieser Zeit versteht. Ja, Himmel und Hölle liegen manchmal nahe beieinander.
Nur gerade 20 km von Savonin entfernt, kommt man auf Marmorera und zum Staudamm, der Anfang der 50er Jahre gebaut worden ist, damit sie in Zürich ohne genug Strom haben. Da habe ich nochmal mit dem Linard Gandrea abgemacht. Ja, guten Morgen. Wann sind es Tag heute? Schön, wir haben es gut gereicht. Das ist aber gross. Ja, das war natürlich eine Talebene. Und Marmorera war ein Strassendorf. Und die haben natürlich auch verdient an dieser Julierroute. Das ist ja ein richtiger Riegel, den es hier ins Tal gegeben hat. Was hat das gemacht mit dem Tal hier oben? Ja, das hat natürlich das Oberabstein, wenn man so will, verändert. Ganz klar. Man sieht es ja auch. Und das stimmt mir jedes Mal traurig, wenn ich hier über den Damm laufe. Warum? Warum? Weil hier natürlich ist es auch um Menschen gegangen. Und es ist auch um eine Kultur gegangen. Das könnte man ja heute nie mehr machen. Man hat nicht nur die Häuser gebodigt, sondern man hat auch die Kultur gebodigt, die Tradition. Wo war denn das Dorf hier? Das Dorf ist etwa ungefähr dort, wo die Krähen stehen, unterhalb der heutigen Julierroute. Ja. In der Ebene. Ja, ich habe bei uns im Archiv einen Film gefunden über das alte Dorf Marmorera. Ich muss dir mal zeigen. Oh, das ist jetzt aber spannend. Da sieht man die Palazzi, das ist Geld aus dem Ausland. Und ein grosses Dorf war das? Ja, es war noch ein stattliches Dorf. Schauen Sie, da sieht man, wie es gesprengt werden, die Häuser. Ja, das kann ich fast nicht anschauen. Das tut mir weh. Hier geht es um Menschen und da ist die Kultur zerstampft. Das würden wir heute nicht mehr machen, oder? Nein, unmöglich. Also heute haben wir natürlich andere demokratische Prozesse, zum Glück. Aber was ist denn da verloren gegangen, wenn Sie sagen Kultur? Die von Marmorera hatten auch eine eigene Sprache, ein eigenes Romanisch. Und ich glaube, es gibt wenige, die das noch können. In Marmorera ist auch der erwähnte Kapuzinerpater Alexander Lotza aufgewachsen. Sein Elternhaus ist verschwunden, aber der Linard Gandrea weiss noch, wo es gestanden ist. Ungefähr da. Man muss sich hier ein kleines Holzhäuschen vorstellen. 14 Kinder und ein paar Geissen vor allem, weil die Geissen waren die Kühe von den Armen. Ja, 14 Kinder in dieser Familie. Wie wird jetzt gerade der Alexander Lotza Priester und nachher Pater? Ja gut, also in einer so grossen Familie war das natürlich eine Ehre, dass mindestens einmal einer Pfarrer wird. Mhm. Und bei der Taufe hat man schon gesagt, ja, der ist ein bisschen kränklich, da der Konstantin Alexander. Entweder stirbt er uns weg in den nächsten Monaten, so hart haben die geredet, oder er wird Pfarrer. Und jetzt muss man sich vorstellen, mit 14 hat man mich für Genua gepackt, hat er gesagt. Am Monpacato per Genua. Und dort ist er in der Abschiedenheit, oder lebt er dann in einem Kloster. Und Heimweh überfällt ihn natürlich. Er hat einmal sogar ein Löchli bohrt Richtung Alpen. Also von der, in der Zelle ein Löchli, das muss man sich vorstellen. Er hatte so Heimweh gehabt. Und ich glaube, das sehen wir dann auch in den Gedichten. Also das Heimweh kommt immer wieder vor. Spannend. Herzlichen Dank. Ich gehe weiter auf Biviostal hinten. Merci. Danke vielmals. Gute Schöne Zeit. Ja, hier in Bivio teilt sich das Tal. Hier hinten geht es zum Julierpass. Das ist ganz ein klassischer Alpenübergang, wenn man Richtung Süden ins Engadin will. Und hier hinten geht es über den Septimerpass. Das ist wirklich der alte Pilger- und Handelsweg. Auch in dieser Zeit, wo es noch kein Auto und keine Eisenbahn gegeben hat. Die einen pilgern zur Maria auf Zitail. Andere schöpfen aus alten religiösen Traditionen und machen etwas Neues daraus. Wieder andere gehen raus in die Natur, zu Fuß oder im Pferdesattel. Ihnen allen ist gemeinsam, die Berge sind ein Sehnsuchtsort und eine Quelle für Ideen und spirituelle Erfahrungen. Ich kann es nachvollziehen. Ja, ich fühle mich einfach wohl hier oben in den Bergen, in der Natur, in dieser Ruhe. In der nächsten Folge sind wir unterwegs im Buschlaf. Ich freue mich. Bis bald.
Thank you.